Holy shit. Holy sh... What the fuck? Okay, also. Das übliche, handelsübliche Farmen ist nicht ganz so der Plan hier in dem Objekt, wie es aussieht. Okay. Zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Feed the Beast Legend of the Ice und zurück heute mit hoffentlich einem vernünftigen Start und ein bisschen mehr Zeug. Als erstes werde ich mir ganz kurz was zu essen machen. Kann ich eigentlich die Kohlen kleiner? Ja, nee, kann ich nicht. Ich will mal ganz kurz was zu essen. Nehme ich ein bisschen Matten. Dann habe ich nämlich nochmal was zu essen gehabt. Und außerdem sollte ich langsam mal eine Kiste herstellen. Dass wir ein paar Sachen lagern können, nicht wahr? Mal ich eine Doppelkiste am besten. So, hoppala. Wow. Ungünstig. Sups. Und dann können wir die... Okay, es gibt keine verschiedenen farbigen Kisten mehr. Das ist gut. Das nervt mich sowieso immer hart. Und dann haben wir jetzt da die Kiste. Können jetzt den Spaß reinpacken. Ich habe nochmal 8 über. Das packen wir mal hier rein alles. Kohlezeug. Die Lampe geht hier an die Decke. Da ein Licht drin ist hier. Dann Matten essen und wir bekommen dann hoffentlich bald ein neues Herzscan. Und außerdem machen wir jetzt mal ein paar Tools. Und zwar machen wir jetzt, warte, wir können jetzt die Werkbank mal reinnehmen hier. Zack. Und eine Tür vielleicht, auch mal eine Tür wäre vielleicht gut, warte mal. Eine Tür wäre vielleicht schon mal gar nicht so schlecht. Zack. Hier logischerweise eine ganz normale Akazientür, weil, naja, haben wir sonst nichts. Danke. So, dann. Stöcker. Und daraus dann jetzt einmal eine Picke machen. Und nochmal eine Axt. So. Dann haben wir schon mal die ersten paar wichtigen Tools am Start. Ich hole gleich nochmal eine Runde Kohlen in den Ofen. Und ich mache nochmal die anderen 8 Erze durch. Dankeschön. Eine Kohle, 8 Dingens und der Rest geht weg. Und jetzt sind wir ein bisschen ausgerüstet. Das heißt, wir können ja mal ganz dezent das Dungeon hier drüben erkunden, oder? Wir können jetzt ja uns jetzt mit den Zombies anlegen. Es ist tags. Das Ding ist relativ offen. Ich muss nur den Spawner kaputt machen. Danach habe ich eigentlich Ruhe. Der Spawner ist da oben. Zack, das war's. Sehr schön. Und jetzt sollte ich hier in Ruhe alles erkunden können, was denn hier so da ist. Ohne jetzt Angst zu haben, dass mir irgendwie auf den Sack geht. So. Was haben wir hier alles da? Wir haben hier ein Campfire. Komposter. Loot. Ach du Scheiße. Holy shit. Okay. Ja, ich denke, das normale handelsübliche Craften hier ist vielleicht nicht, Oh, Break to delete your unique loot in all items in chests. You must sneak while doing so. Okay, warte mal. Oh, okay. Das heißt, gut, das ist jetzt Singleplayer-Loot. Dann haben wir nochmal Fisch. Können wir essen. Loot Barrels, Stings. Holy shit. Okay, ich würd sagen, plündern, erkunden und looten ist definitiv die bessere Option. Like, holy shit. Hier ist hier alles drin. Doch mal Erfolge für das Plündern von Kisten. Okay. Das ist kein gutes Modpack für mich. Das ist kein gutes Modpack für mich.
Ich kann doch nichts wegwerfen. Oh, okay, warte mal. Wow, fuck. Wow, fuck. Okay. Okay. Wait a second, was ist denn... Holy shit. Holy sh... What the fuck? Okay, also. Das übliche, handelsübliche Farmen ist nicht ganz so der Plan hier in dem Modpack, wie es aussieht. Okay. War der nicht eben noch gelb? Mangrove Roots. Und da, okay, da geht's dann wieder hoch. Und hier unten wäre nochmal ein riesiger Dungeon. Holy shit. Okay, okay, okay. Ah, natürlich. Das ist ja clever. Hops. Okay, wenn man es dann kann, ne? Okay. The fuck? Also, warte mal, hier oben muss man den Weg machen hier. Da geht's schon los hier, der Kollege. Aua. Okay. Fuck. Okay. This smells mysteriously unfamiliar. Glowberries. Lass mal ein bisschen Kelp essen gerade noch. Für Herzscan. Jawohl. Ja, ich könnte jetzt hier farmen. Ich könnte jetzt hier Erze sammeln gehen. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Ganz ehrlich. Drauf geschisselt. Brauchst du halt nicht. Ah. Die leuchten, wenn ich da bereits dran war. Die hier nicht, aber die hier zum Beispiel. Das ist natürlich praktisch. Und dann siehst du, wo habe ich schon gelootet und wo nicht. Da ist da nur nichts drin. Kann ich was reinlegen? Ja. Ich weiß mal nicht, welche denn welche ist. Okay. Kann ich die abbrechen? Nee. Selbes Ding. Oh. Okay. Oh Mann. Okay. Was mache ich denn jetzt? Ich hab so viel Müll hier gerade. Okay, ich pack mal ein paar Sachen weg hier. Hier haben wir gerade noch einen Bogen. Das können wir jetzt wegpacken, alles hier. Ein Schlafsack wäre vielleicht eine coole Sache. Da haben wir ein paar Pfeile. So, und zerbrochener Spawner. Getrocknetes Kelp haben wir schon. Komposter haben wir schon. Das Ding. Den Fisch können wir noch essen. Goldene Karotte können wir noch essen. So. Oh, das ist ein Farmer. Okay. Gib it denn einen Schlafsack? Gib it. Sleeping Bag von Companion. Zweimal Wooltarp. Okay. Wooltarp ist mit der Schere und Wolle. Also 6 Wolle für ein Dings. Schlafsack. Dann würde ich fast sagen, scheiß auf Basisbau. Wir gehen einfach in der Gegend rum, erkunden. Und... Oh shit. Okay, ich sollte wieder schlafen gehen.
nehmen unseren Schlafsack mit und dann rennen wir von A nach B und gucken uns da um und nehmen das beste Zeug aus den Kisten mit. Und statt zu bauen, würden wir wirklich nur rumrennen, looten und Zeug machen. Denn bauen ist hier offenbar überflüssig. Ich habe jetzt bereits besseres Zeug, als ich in den nächsten 10 Stunden gefarmt hätte. Von daher, ja. Vielleicht später dann irgendwann mal, wenn wir wirklich dann alles haben, so, da können wir mal anfangen, vielleicht noch ein bisschen Zeug zu machen. Wir können hier übrigens den Porkchop essen, das rohe Zeug. Sollte nicht ein Herz pro Dings bekommen? Ich habe schon eins extra, genau. Dann die Karotte. Und den Fisch können wir auch mal essen. Aber ich glaube, jetzt habe ich gerade Hunger, ne? Nee. Okay. Dann los. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Schafswolle. Drüben sind noch Schafe. Da können wir uns einen Schlafsack machen. Und als nächstes würde ich dann gerne mal da oben hochgehen und mir da oben das Dungeon mal anschauen. Das ist bestimmt total nicht gefährlich. Ich brauche halt nur irgendwie ein Türmchen oder so, um da hochzukommen. Kann man fliegen? Flywheel. Okay. Flight. Offenbar nicht. Kein Fliegen. Ja, kein Angel Wing. Keine Jetpacks vermutlich, ja. Jet. Consistency Plus, was auch immer das ist. Also Elytra. Elytra und Raketen ist wahrscheinlich dann das Ziel. Langfristig. Yay, TNT. So, noch mehr Schafe. Ich meine, es heißt ja schon, es ist ein Exploration-Based Modpack, ne? Daran sollte man schon erkennen, dass es vielleicht nicht darum geht, hier möglichst viele Gegner, nicht möglichst schnelle Quarries zu machen oder super effektive Farmen etc., sondern es geht darum, zu erkunden und zu looten. Ich bräuchte nochmal ein Schwert am besten noch. Aber die haben sogar noch ein großes Inventarsystem, ne? Ich bin gerade zwiegespalten. Sollte ich eine Basis bauen und einfach mal ein riesengroßes Lager machen oder rumrennen und fertig? Da ist Honig. You finished your house, okay. What are you playing? I'm playing Legend of the Ice. Legend of the Ice? Legend of the Ice. Yeah, but could you... Show me what's up there? Yeah, I want to go up there, but I have no time yet. Wah, 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 what wah. What is it? That. TNT? Yep. Did you build this or did you find this? I find it. It was already there. You found it? I found it, yeah. I found you. Ich kann doch nichts wegwerfen, Mädels. Ich kann doch nichts... Wir machen mal ein Lagersystem. Hey, go there! Yes, I'm going there in a bit. But first I need a base. I need a place to live. Yeah, but aren't you going to make it down there? So... Like, there is the worst block in the entire game. Yes, 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 I know. Also müssen wir bauen. Ich brauche ein Haus. Wir haben hier einen Waypoint direkt an der Stelle. Das heißt, wir können dann... Like, yeah. Can I do my recordings, please? Okay. Das heißt, wir haben hier einen Waypoint... Hier kann ich das immer her teleportieren. Ich sollte also... Oh. Hätte ich mal direkt hier am Anfang in die Kiste geschaut, wäre mir vielleicht aufgefallen, dass schon ein Haufen Zeug drin ist. Ist auch nochmal so eine Superkiste. Ja, was haben wir da? Smite, Empty Map, Nuggets... Okay. Dann bauen wir uns jetzt hier so ein Haus am See. So ein schönes Terrassenhaus auf Stelzen, was über den See schaut. Hier am Dings. Oder?
Okay, warte mal. Wir reißen mal ganz kurz hier ein paar Blöcke ab und machen da mal unsere Plattform draus. Das Ding sieht eh so angeranzt aus hier. Ich habe gerade keinen Platz hier, aber ich kann ja alles mehr als reinpacken hier. Zack. So. Genau, machen wir so Stone Brick Walls, machen wir dann als Stützen, als Foundations, die dann das Ganze oben halten. Und dann gucken wir, wie wir das Ganze gestalten. Ich mache erstmal nur eine Plattform, da kommt ein Bett drauf. Keine Wände, kein Nichts. Erstmal machen wir hässlich. Aber ich brauche halt eben auch ein Lagersystem dann, mit dem ich arbeiten kann. So. Zack. Magneten wären auch nice. Ein Item-Magnet. So. So ein bisschen aufgeräumt hier gerade. Ein bisschen Platz schaffen. Ein paar Sachen aufheben noch. Den Wehrpunkt lassen wir logischerweise stehen. Den brauchen wir ja. So, was haben wir hier für Blöcke jetzt? Wir haben 16 Smoothstone. Dann werde ich aber das wahrscheinlich so halten, dass ich erstmal nicht erkunden gehe, sondern nicht farmen gehe, sondern ich erkunde einfach. Ich erkunde und baue ab, was ich finde. Und aus den Sachen baue ich dann mein Haus. Keine Erze farmen, kein nix. Einfach nur erkunden gehen und Spaß haben. Das ist das Ziel, oder? Das klingt doch schon mal nach einem guten Plan, in meinen Augen. Dann. Es wurde ja vorgeschlagen. Ups, da. Ach man, falsches Questbuch. Es wurde ja vorgeschlagen. Storage More. Backpacks, wir brauchen Backpacks. Chests and Barrels, Simple Storage Network, genau. Und. Upload Logistics 2, aber ich denke, darauf können wir sogar verzichten, weil wir kein Autocrafting brauchen, großartig. Hier geht es nicht ums Crafting. Das ist, dass ich das mal sage. Okay, wir brauchen den Inventory Connector. Das ist für das Simple Storage Network. Der wird. Okay. Vielleicht doch erstmal ein paar Kisten machen? Hoppala. Daran hatte ich. Das hatte ich gerade nicht so im Auge. Genau, die haben 27 Blöcke mit Dinger über da drüber, aber die Kisten können wir auf die Kupferkisten können wir machen. 45 und Eisen ist dann 54 Stacks, eine Doppelkiste, ne? Es gibt aber keine Backpacks, oder? Doch, gibt es. Und den Travelers Backpack sogar. Der ist, glaube ich, einer der geilsten Backpacks, den man so haben kann. Der braucht ein bisschen was an Zeug. Genau, da ist ein Tank drin, da ist alles drin. Okay. Dann los. Wir machen den Weg hier um den. Ich muss jetzt mal Kisten herschleppen, wahrscheinlich. Dass ich erstmal ein paar Sachen lagern kann. So, den machen wir dann einfach nur 3x3 Fläche und fertig. So. Ne, da ist nichts weiter. Sah nur gerade verdächtig aus. Okay, ein bisschen Platz schaffen hier. So. Kisten. Wir brauchen also auf jeden Fall Kisten ohne Ende. Oder Barrels. Ich bin zu überlegen, ob ich das Kisten oder Barrels mache. Das ist ja eigentlich beides ganz toll.
MA Requester, du kannst ja, Energist. Nee, ganz normal Kisten, oder? Das Knatschgeräusch der Kisten finde ich schon toll. Okay. Everyone starts with the chest. Ja, genau. Wir machen erstmal eine Kiste. Und davon eine ganze Menge. So, habe ich noch Holz? Hier habe ich nicht. Ich packe mal gerade alles weg hier. Und dann werden wir mal... Wir schaufeln einfach alles, was wir haben. Fertig. Einfach alles reinschaufeln in unser Inventar. Den Fisch können wir noch essen. Zack. Müssen wir gleich ein neues Herz kriegen. Dann rüber zur alten Basis. Dort einmal die Sachen holen und... schlafen gehen und dann die Sachen rüber schaufeln. So. Der Ofen kann dann auch mit. Gute Nacht.